Die Deutsche Reichsbahn sah in der zweiten Hälfte der 1950er Jahre die Notwendigkeit, kurzfristig die Dampfloks der Baureihe 80 zu ersetzen. Zu diesem Zeitpunkt war der Lokomotivbau der DDR noch mit der Erprobung der V60 beschäftigt. Deshalb stellte man 20 bereits bewährte Exemplare der Reihe T435.0 aus der Tschechoslowakei. Die zunächst als V75, später Baureihe 107, bezeichneten Maschinen wurden hauptsächlich in und um Leipzig im Rangierdienst eingesetzt. Mit der Neukonstruktion der Baureihe 107 erfüllt sich der Wunsch vieler Modellbahner nach einem zeitgemäßen Modell der Rangierlokomotive. Das Modell überzeugt mit vielen angesetzten Details, unter anderem der originalgetreuen Umsetzung des reichsbahntypischen Schlots sowie der Nachbildung der Bremsenkonstruktion. Als optionales Extra liegen dem Modell ansteckbare Bremsschlauchattrappen bei. Die Handgriffe und Geländer sind ebenso filigran wie robust ausgeführt. Die hervorragende Gesamterscheinung wird durch die plastisch wirkenden Gravuren am Vorbau der Lokomotive unterstrichen. Darüber hinaus verfügt die markante Lokomotive über extra angesetzte Handgriffe an der Pufferbohle, extra Tankeinfüllstutzen, typische Dachleitungen und angesetzte Stufen. Die detaillierte Führerhaus-Inneneinrichtung besitzt eine kleine Führerhauslampe nach Vorbild der Deutschen Reichsbahn. Digitalisierte Modelle ermöglichen die Darstellung vieler Lichtsignale. Die Beleuchtung erfolgt mittels LEDs und ist mit einem PLUX22-Decoder digital schaltbar. Eine Führerstandsbeleuchtung ist neben den fahrtrichtungsabhängig funktionierenden Schlusslichtern serienmäßig eingebaut. Beleuchtete Lokschilder sind ebenso ein weiteres attraktives Detail. Ein starker fünfpoliger Motor mit zwei Schwungmassen, zwei Haftreifen und der schwere Zinkdruckgussrahmen sorgen für eine saubere Laufkultur und große Zugkräfte. Die Kombination aus den hervorragenden Langsamfahreigenschaften und den zahlreichen Beleuchtungseinstellungen lassen das Rangieren zu beinahe echtem Betriebsdienst werden. Die Pico 107 ist für eine unkomplizierte Nachrüstung mit Sound und größtmöglichem Lautsprecher vorbereitet oder als Soundmodell bereits werkseitig verfügbar. Ich müsste mal vom Gleis 2 nach Gleis 1 zum Wegstellen, bitte. Vom Gleis 2 nach Gleis 1 zum Wegstellen, alles klar. Jo, danke dir. Bei den Pico-Modellen der Baureihe 107 ist es unseren Konstrukteuren wieder gelungen, einem Vorbild einer Reichsbahnlok mit viel Akribie und Liebe zum Detail ein würdiges Denkmal zu setzen. Mit der 107 der Deutschen Reichsbahn setzt Pico einmal mehr Maßstäbe bei der Realisierung von feinen H0-Lokomotiven und schließt eine weitere Lücke bei wichtigen Lokomotiven der Deutschen Reichsbahn. Die Fahrzeuge ermöglichen zusammen mit vielen attraktiven Güterwagen nach Vorbild der Deutschen Reichsbahn aus dem Pico-Programm eine originalgetreue Nachbildung realistischer Züge in der Epoche 4 mit Pico-Modellen.